Eine weitere Geschichte, die unsichtbar ist, ist Ideen und auch der Weltraum. Im Österreichischen sowie im Englischen sagt man aus den Augen, aus dem Sinn. Und mich hat das, was man nicht tagtäglich sieht, immer schon fasziniert. All die ganzen unsichtbaren Dinge, die Dr. Loy gerade erzählt hat, haben mich als Physiker immer interessiert. Und insofern war dann für mich, als die Zeit richtig war, in die Weltraumgeschichte einzusteigen, einer der happiest moments of my life. Wir haben uns zu Nutzen gemacht, dass es eine neue, ich sage mal, Form der Finanzierung von Ideen gibt, namens Crowdsourcing. Ich würde mal sagen, vor 20 Jahren, wenn jemand eine Idee hatte, dann ist man hausieren gegangen zu den wenigen Leuten, die viel Geld hatten und hat versucht, die davon zu überzeugen, dass die Idee, die man hat, wert ist, finanziert zu werden. Heute gibt es die Möglichkeit, mittels Crowdfunding von vielen, vielen Leuten wie du und ich kleine Beträge zu sammeln und dadurch viel, viel mehr und ich sage mal viel, viel verrücktere Ideen zu verwirklichen. Und insbesondere stellt sich dann heraus, dass eine ganze Reihe von diesen verrückten Ideen gar nicht so verrückt ist. Was ich Ihnen heute erzählen mag, ist im Zusammenhang mit Weltraum. Ich lade Sie ein, kurz Ihre Augen zu schließen und sich den Weltraum vorzustellen. Stellen Sie sich einen Satelliten in dem Weltraum vor, der auf die Erde heruntersieht. Stellen Sie sich vor, wie groß dieser Satellit ist. Wie ist er gebaut? Wo wurde er gebaut? Wie lang hat es gedauert? Wie viele Leute haben daran teilgenommen? Was hat es gekostet? Wenn Sie Ihre Augen öffnen, frage ich Sie, hat Ihr Satellit vielleicht ungefähr so wie dieser Satellit ausgesehen? Hat er ungefähr, ich sage mal, ein paar hundert Millionen Euro gekostet, 5, 10, vielleicht 15 Jahre gebraucht, mit Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden Leuten von einer Agentur oder einem Gebäude, das, ich sage mal, so aussieht? Ich mag Ihnen ein Geheimnis verraten. Der Großteil der heutigen Satelliten sieht nicht mehr so aus. Der Großteil der heutigen Satelliten ist so groß wie eine Flasche grüner Veltliner oder hier in diesem Bild eine Flasche Schlumberger. Gar nicht mal viel teurer als ein guter Champagner. Er kann gebaut werden von ihren Mittelschulkindern bis zu, ich sage mal, vielleicht Universitätsabgängern in einem Büro, das so aussieht wie so ein kleiner Hackerplace. Das ist unser Büro in San Francisco. Von einer ragged group of people, wie die Sie hier im Bild sehen. Der Zeitraum für uns sozusagen von der Idee, die wir auf einer Serviette aufgemalt haben, in einem Kaffeehaus in Straßburg gegenüber von der Kathedrale, bis zu dem Zeitpunkt, wo unsere ersten beiden Satelliten im Weltraum waren, weniger als 12 Monate. Also wenn Sie heute hier inspiriert von den Gedanken, die Sie erfahren durch die Globert-Konferenz, nach Hause gehen und sagen, na, nächstes Jahr mag ich meinen Satelliten vorführen, naja,
müssen sie sich anstrengen, schneller zu sein als die anderen Firmen. Also vielleicht nicht in 12 Monaten, vielleicht schaffen sie es in 6 Monaten. Aber es ist jedenfalls nicht etwas, was Millionen Beiträge, Tausende von Leuten und viele, viele Jahre braucht. Wie haben wir angefangen? Wir haben angefangen mit, wie ich erwähnt habe, mit so einer Kickstarter-Campaign. Das ist die größte Plattform für Crowdsourcing. Und haben gesagt, wir stellen unseren Satelliten da hinein und launchen den. Wir sind also der welterste crowdsourced Satellite in Space, mit dem, also von den Daten und Bilder und Ähnliches heruntergeladen wurden. Ja, eigentlich so fängt es nicht an. Einer der großen Denkfehler von vielen Leuten, die also mit Crowdsourcing Crowdfunding in Berührung kommen, ist, naja, ich habe ein gutes Projekt und ich stelle sozusagen auf Kickstarter und dann kommen alle zu mir, weil ich habe so eine gute Idee. So einfach ist es leider dann doch nicht. Wie sich herausstellt, gibt es also ganz, ganz klare Kriterien, welche die Erfolgschancen von ihrer Idee dramatisch erhöhen. Also als guter Wissenschaftler habe ich also angefangen, haufenweise Research zu betreiben, was denn so, ich sage mal, die Anatomie einer erfolgreichen Crowdfunding-Campaign ausmacht. Und der Endeffekt war, dass wir eine von den Top 1% most successful Campaigns waren. Heute wäre unsere Campaign Nummer eine Top 8 oder 9% Campaign, weil der insgesamt Betrag, der von Crowdfunding ermöglicht wird, mittlerweile in die Milliardenbeträge geht und es Projekte gibt, welche im Zeitraum von 30 Tagen über 10 Millionen Dollar auftreiben. Für eine Idee. Es kann ein Produkt sein, es kann ein Film sein, es kann ein Buch sein. Aber mehr oder weniger alles, was Sie sich vorstellen können, können Sie heute verwirklichen. Das Einzige, was es braucht, ist, ich spreche über das in einer Sekunde, ist gute Vorbereitung. Wir nennen es die Triple P. Plan, Present and PR, Public Relations oder Werbung. Je besser Sie Ihre Campaign planen, desto besser wird sie ablaufen. Und planen heißt, also wir haben ungefähr 3 Monate, bevor der Startschuss gefallen ist, haben wir uns bereits damit beschäftigt, mit wem sprechen wir? Wo wollen wir die Campaign vorgeführt sehen? Wir haben mit Leuten uns ausgemacht, also an dem Tag starten wir die Campaign, bitte dann einen Bericht schreiben. Das ist die PR-Geschichte. Eine von den Geschichten, die wir herausgefunden haben, ist, dass der mehr oder weniger direkte Bezug zur Success und dem Gesamtbetrag, die eine Crowdfunding-Kampagne erzeugt, ist, wie viele Leute auf die Seite kommen. Das heißt, je mehr Leute Sie dazu bringen, einen Link zu klicken, um auf Ihre Crowdfunding-Kampagne aufzutauchen, desto mehr Geld werden Sie erreichen. Fast unabhängig vom Produkt, fast unabhängig von den Gesamtkosten, ceteris paribus mit einigen anderen Faktoren, je mehr Leute Sie auf Ihr Projekt bringen, desto erfolgreicher wird Ihr Projekt sein. Mit diesem Wissen ausgerüstet und ich sage mal fast bewaffnet, haben wir uns daran gesetzt, von Anfang an so viel Buzz wie nur möglich zu erzeugen. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben uns darauf spezialisiert, herauszufinden, was ist die exakte Länge einer Campaign, weil die Crowdfunding-Plattformen erlauben Ihnen zwischen 20 Tagen bis zu, ich glaube, 60 Tagen Campaigns zu laufen. Und wir haben also Daten analysiert und 30 Tage stellt sich heraus, ist die perfekte Länge. Das Gleiche mit, wie wird die Geschichte dargestellt?
Wir haben sogenannte A-B-Tests durchgeführt im Internet, wo wir verschiedene Wortwahlen durchgeführt haben. Die University of Michigan mittlerweile hat eine Analyse über, ich glaube, 1500 oder 2000 Crowdfunding-Campaigns durchgeführt und analysiert, welche Wortwahl am ehesten zum Erfolg führt. Wir haben analysiert, welche Geldbeträge die Leute am ehesten bereit sind herzugeben. Ob es da gewisse sogenannte Cluster gibt. Und es stellt sich heraus, ja, es gibt sogenannte Cluster. Und wir haben zum Beispiel zwei Wochen sozusagen, als die Campaign angefangen hat, eine neue Reward hineingestellt mit einem neuen Betrag, welche sozusagen eines von diesen Clusters ausgefüllt hat, den wir vorher nicht hatten, und haben insgesamt den Betrag um fast 10% erhöht, den die Campaign ermöglicht hat. Ich mag kurz noch darauf eingehen. Es gibt vier verschiedene Modelle von Crowdfunding. Die ich gerade vorgestellt habe, ist die sogenannte Reward-Based, wo sie also einen gewissen Geldbetrag dieser Campaign zur Verfügung stellen. Im Gegenzug erhalten sie ein freundliches E-Mail oder einen Prototypen des Produktes oder ein Essen mit dem Team, je nachdem sozusagen, wie viel Geld sie hineinstellen. Es gibt auch die Donation-Based, das heißt, viele Non-Profits verwenden das, wo Leute wirklich für Projekte Geld zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel meine Gesangslehrerin, als sie in Amerika von Krebs erkrankte, hat sie auf, wie heißt die Plattform? GiveForward, ihr Ersuchen hineingestellt und dann über Facebook und andere Medien verteilt. Und jeder hat sozusagen ein bisschen Geld beigesteuert und sie konnte sich dann dadurch bessere Medizin leisten. Es gibt die Lending-Based Platforms, wo sie also Geld an individuelle Projekte oder Individualpersonen borgen oder verleihen und die borgen das von ihnen. Die bekannteste dort ist die Kiva-Plattform, welche also mittlerweile, glaube ich, über 1 Milliarde an Geldern in Dritte Weltländern verliehen hat von Individualpersonen, um dort Müttern und Vätern es zu ermöglichen, kleine Betriebe aufzubauen, ein Fischnetz zu kaufen oder ein Boot zu reparieren oder ähnliches. Wie gesagt, jeder einzelne Anteil, jedes kleine Detail, welche Wörter Sie verwenden, wie gut Ihr Video ist, welche Plattform Sie verwenden, all das hat einen großen Einfluss, inwieweit Ihre Erfolgschancen sind. Eines der Dinge, die ich daran so spannend finde, ist, was ist die Limitierung? Welche Grenzen gibt es? Wie wir angefangen haben, hat jeder gesagt, du kannst vielleicht einen kleinen Film erzeugen, aber du kannst natürlich keinen Satelliten starten. Naja, mittlerweile haben wir das gemacht. Die einzige Limitierung, die es meiner Meinung nach gibt, was Sie oder wir mit Crowdfunding ermöglichen können, ist, was die Limitierungen sind, die in unserem Kopf sind. Eine weitere unsichtbare Geschichte. Limitations in our head. Ich möchte Sie einladen, diese Limitierungen zumindest zeitweise zu vergessen. Wir haben bereits mit Crowdfunding Satelliten gestartet. Next stop Mars. Freie, wieder erneuerbare Energie. Oder ein Teleporter. Ich fliege momentan die ganze Zeit um die Welt. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand von Ihnen einen Teleporter erzeugen könnte und ich nicht mehr 15 Stunden im Flieger sitzen muss. Vielen herzlichen Dank.